Und herzlich willkommen zurück zu der letzten Folge von Mein Clone 2. Eieiei. Ach ja. Machen wir uns mal auf den Heimweg von dieser Tortur des Grauens. So, wir müssen ja, genau in die Richtung. So, gucken wir mal hier ein bisschen so, ne? Immer selbst gucken, so stehen bleiben, gucken. Nee, nichts. Weitergehen. Denn wir müssen uns ein bisschen beeilen. Denn wir haben bloß noch einen halben Tag. Ist das hier? Ist das normal? Ist da was drin? Das sieht hier so künstlich aus. Da ist tatsächlich was drin. LOL! Wie ultra nice ist das denn? Gibt es auch Bücher? Oh. Nee. Hä? Kann man darauf nicht zugreifen? Normalerweise kann man darauf doch zugreifen. Das geht. Oh, wie süß. Ah, gut. Okay. Hätten wir so einen Fisch schon gefunden, dass wir das als Unterschlupf nutzen können. So, welche Richtung gehen die Wolken? Die Wolken gehen in die Richtung. Oh, es ziehen große Wolken auf. Oha. Wir sollten uns also beeilen, denn es könnte für mich bald Regen geben. Und mein Pferd mag keinen Regen. Mein Pferd mag sowieso gar nichts. Oha, bleib mal stehen. Alter. Stopp. So, okay, da geht's mir. Hier geht's. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Ja, schnauze jetzt. Hatalahi, 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 hatalahi. Dubstep. Was ist denn hier passiert? Wassereinbruch. Hey, laufen wir gerade überhaupt in die richtige Richtung? Doch, wir laufen in die richtige Richtung. Weil so viel Eis und Schnee und so ist und Wasser und überhaupt. So. Müssen wir jetzt rein theoretisch hier, wenn wir in die Richtung gehen, also so schräg gehen, auf eine Eisfront kommen, auf eine Schneefront, ne? Müsste nämlich dann auch der Bereich sein, wo wir auch früher waren. Allerdings haben wir hier Bambus. Was ist denn hier los? Papyrus. Kommt das gleich raus. So, hier haben wir jetzt ein bisschen Sand. Das ist aber nicht unsere Einbuchtung, sondern eine Alternativ-Einbuchtung. Unsere Einbuchtung kann man ja an dieser Kerbe erkennen. Also ich werde ein bisschen hoch hier, damit man ein bisschen mehr sieht. Ja, doch, wir sind auf dem richtigen Weg. Schnauze. Hallo? Sind sie auch wirklich auf dem richtigen Weg? Ich weiß es gerade nicht. Doch, davon ist die Wüste. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir kommen jetzt genau von der Hütte drauf zu.
Ja, nicht runterfallen. Sorry. Halt hin, Gaul. So. Halt, das sah da gerade interessant aus. Achso, nee, bloß Sandstein. Schade. Tja. Also tatsächlich ein gesamtes Let's Play ohne Morim und Gurken. Karotten. Komm ich hier rein. Ich komm mal hier. Bam, bam. Schnauze jetzt. Bist du da? So. Holle, fahrt voraus. Der Sonne hinterher rennen. Aua. Geh die Scheine rennen. So, hinter diesem Baum, Dingsabungster, müsste jetzt direkt unser Haus liegen. Also der Strand, wo unser Haus dann halt ist. Hier müssen wir, glaube ich, jetzt lang. Genau. Und dann ist hier gerade durch. Und dann müssen wir unser Haus auch direkt gehen können. Perfekt. Andererseits muss eine gleich hier oben bleiben. Aha. Ja. Das war mal ein Reinfall. Schon wieder. Sag mal, sind Gurken und Kartoffeln echt so rar geworden, dass man die gar nicht mehr bekommt? Voll, wie gesagt, selbst bei Zombies haben wir keine einzige bekommen. Das gibt's doch gar nicht. Tja, die einzige Möglichkeit, die ich jetzt noch weiß, ist hier in der Nähe von unserem Haus versuchen, in irgendwelche Höhlen reinzugehen. Guck mal, ja, hier zum Beispiel, ne? Hier ist auch so eine Standardhöhle. Ne? Mal gucken, ob wir hier was finden. Der Vorteil ist, das können wir auch machen, wenn es dunkel ist. Denn in Höhlen ist sowieso immer dunkel, von daher. Geht's denn da lang? Okay. Nichts Spannendes. Gut, wir gehen erstmal nach Hause und pennen erstmal. Sonne ist ja hier am Untergehen schon. Solange bis die Sonne untergegangen ist, kann ich noch ein bisschen Feldarbeit machen. Wobei ich sehe gerade, nein, kann man nicht. Ah, so, Höhlen. Wo sind hier Höhlen? Haben wir überhaupt hier Höhlen bei uns in der Nähe? Da ist noch was. Scheiß Tintenfisch. So. Ich sehe dich. Gar nichts. Aua. Und da ist das Wasser so tief, dass wir dann jetzt zum Auf- und Abtauchen so lange brauchen, dass wir, ja, dabei schon sterben. Das ist ein bisschen deprimierend. Scheiß Kabel, ja, hallo? Nee. Und es wird dunkel. Hilfe! Nein! Ich will nicht sterben! Bitte, lass mich in Ruhe! Ich habe Frauen und Kinder, töte die. Schnell. Die Nacht, sie kommt, um mich zu töten. Oh mein Gott. Es ist so dunkel. Dunkelelel. Schlafenzeit. Los. Oh, welch wunderschöne Zombie. Und Skelett. Ja klar, springt zwar in die Luft.
Das war einstudierter Chor. Wo denn? Ach da. Schon wieder kein Bogen. Hab halt an. Die droppen nur noch Pfeile, oder? Obwohl, andererseits so viele hatten wir noch bisher noch gar nicht so viele Dingsbums da. Fuck my life, Alter. Fuck my life. Was geht denn hier? Ah, ne. Geht's hier runter? Ne. Küken. So, haben wir hier irgendwie eine kleine Höhle oder sowas? Ne, ne? Hier geht's auch tief runter, aber ich schätze mal, es ist nur eine ganz normale. Ah, hier geht's weiter runter. So, da ist was. Das sieht aus wie etwas, wo es reingeht. Wer weiß, vielleicht haben wir mal Glück. Ja gut, also so groß ist das denn hier. Ach doch, hier geht's noch mit rein. Okay. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus hier. Ich bezweifle zwar, dass es hier einen Dungeon gibt, aber vielleicht haben wir hier zumindest etwas anderes sehen können. Ah, hier geht es schon mal nicht weiter. Okay, schon ein Slimy. Was so eine richtige Feuchthöhle hier, Alter. Boah. Hier riecht nach Schimmel. Und unsere Fackeln sind alle. Fuck my life. Gut, dann gehen wir mal wieder hoch. Nee, halt. Okay, gehen wir mal den Weg hoch, in den wir gekommen sind. So. Und dann machen wir uns mal ein paar Fackeln. Weil die Höhle sieht doch interessant aus. Gehen wir mal hoch hier. Gegen den Strom zu schwimmen kann ja wohl nicht so schwer sein, oder? Dann essen wir jetzt noch gleich mal was. Unser Hunger wird nämlich größer. Ups, die Tür war die ganze Zeit offen. Lull. So, zuallererst was essen. Was? Easy, funktioniert. Wir haben nur 5 Äpfel, ist ja nicht gerade sehr viel. Na gut. Wir haben noch genug anderes Zeug. So, was soll ich jetzt mitnehmen? Fackeln. Fackeln haben wir aber alle mitgenommen gehabt, ne? Genau, das heißt, wir müssen uns erstmal neue machen. Ich nehme mal hiervon ein Stack und ein bisschen Stöcker. Wo ist Holz? Da ist Holz. 30 Stöcker haben wir nur. Naja, gut, wird ja wohl reichen. So und so, und dann machen wir mal hier so ein Stack. Passt. Du nach da. Du nach da. Und wir haben schon wieder Hunger. Gut, ich nehme mal hier ein paar Kekse mit. Hä?
links gehen wir mal. Wo ist die Sonne? Die Sonne ist. Obwohl, interessiert uns gar nicht. Wir sind ja eh unter Tage. Warum gucke ich eigentlich immer noch, wo die Sonne ist, wenn ich doch eine Uhr dabei habe? Da ist wieder so typisch Ronny. Ich platze so hart vor Intelligenz, das ist Träumchen. Bei mir zücht quasi schon die Intelligenz aus den Poren. Deswegen sage ich auch immer, pro Ernte. Ach, ist ja gut jetzt. So, wo ging es jetzt weiter? Hier ging es weiter. Da ging es rein. Da ging es rein. Ach, das ist ja andere Eingang. Ups. Ja gut. Alles hat einen Eingang, nur die Höhle 3000. Alalalalala. So, hier wird das Geräusch von einem Slimy lauter. Schnauze. So, was ist denn hier? Ich höre ja auch schon wieder Wasser. Aber hier ist sonst nichts. Okay, hat also der Eingang hier schon mal tot. Ist auch nichts da, schade eigentlich. Gut, gucken wir mal hier in den Abzweig rein. Da oben, ich mit der, da oben, da sind jetzt ja die Fackeln ausgegangen. Da waren wir noch gar nicht fertig mit der Kundin. Eisen schon wieder hier, so viel Eisen. Wenn es mal so viele Diamanten geben würde hier. Ha? Aber nein. So. Hier irgendwo ist nochmal ein Slimy. Okay, hier hinten geht es wahrscheinlich noch weiter. Wir hätten uns mal eine Axt mitnehmen sollen. Ach, ich bin auch so blöd. Ich bin auch so intelligent, ey. Weil die, die wir haben, ist gleich kaputt. Okay, war bloß ein Wasserloch. Tja, das war's auch schon wieder mit der Höhle. Easy. Kein Dungeon, kein nichts, kein gar nichts. Wollt ihr mich denn ruinieren? Das kann doch nicht angesehen angehen. Och man, oh. Aber es ist schon mal eine schöne Höhle, ne? So von Optik her, von der Gestaltung, also von... Ja, Gestaltung, ich weiß. Aber, ne? So, gucken wir mal, ob es hier noch weiter geht, irgendwie wo. Aha, hier geht es noch weiter runter. Holy shit. Ach so. Ah, okay. Also wieder ein Gebilde, das sich im Kreis dreht. Sehr gut. So was haben wir gerne, da kommt Freude auf. So, gibt es hier noch weitere Abzweige? Das war das, woraus wir gekommen sind. Und hier unten geht es noch weiter. Na, schau mal, na komm. Also ein richtiges kleines Höhlensystem. Oh, sogar mit mehreren Aufhängen und so. Holy moly. Schick, schick. Schön, schön. Finden wir hier in der letzten Folge nochmal ein richtiges Höhlensystem. Leider ohne Dungeon. Also bisher. Kann ja sein, dass wir... Ne? Die Höhle ist noch lange nicht zu Ende erforscht. Hier geht es auch wieder im Kreis. Achso, hier ist wieder so ein Wasser. Ja, genau. Da kommt wieder Wasser von oben. Gut, da gehen wir mal nicht hin, sondern wir gehen mal eher Richtung runter. Da wäre ja noch ein Abzweig. Gucken wir mal, wo der hingeht. Okay. Der geht nirgendwo hin. Der geht nirgendwo hin. Das gibt es ja gar nicht. So, gut, dann gehen wir doch hier lang.
Aber hier müsste ja wieder direkt zur Oberfläche gehen, oder? Ja, genau, da geht es zur Oberfläche. Gucken wir mal, ob das hier lang geht. Hier geht es auch zur Oberfläche. Schade. Na gut. Ist ein schönes Hüllensystem, sogar mit ein bisschen Eisen drin. Aber ansonsten halt nichts, was für uns jetzt so... Ja. Wow, hier fliegt einmal so ein Ding in der Luft. Ich glaub's ja. Tierlos. So, aber ansonsten nichts, was jetzt für uns so primär interessant wäre. Ach, schade, schade, schade. Was ist denn hier eigentlich los? Sieht ja scheiße aus. Das sieht ja kacke aus. Ach ja. Tja, Fazit von dem Let's Play wäre also auf jeden Fall A, der V6 Map Gen ist ultra genial. Also ich glaube, ich werde jetzt, wenn ich privat oder neue Server aufmache, also bei Mindclone 2 würde ich auf jeden Fall mal den V6 Map Gen benutzen. Der passt ja einfach wie die Faust aufs Auge. Bei mein Test, also bei mein Test Game, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, da bleibe ich tatsächlich bei V7. Weil der V7 hat halt einfach mal bessere Generationen, gerade weit, weit im unteren Bereich, also so, ne, minus 100, minus 200. So tief geht aber mein Klon gar nicht. Da ist er, ne, bei minus 60 ist er Feierabend. Und dementsprechend hat man nur eine flache Umgebung. Und da ist es dann natürlich schöner, wenn diese relativ flache Ebene schön verzweigt ist. Und da ist der V6-Mapchen auf jeden Fall besser drin. Also von der Landschaft hier, gerade unterirdisch, die ganzen Höhlen, definitiv Gold. Deswegen, also das kann man auf jeden Fall so, denke ich mal, verbuchen. V7 für mein Testgame und für mein Klon wiederum den V6 Map Gen. Der sieht einfach optisch ultra geil aus. Tja, und mein Test, mein Klon, meine ich doch, scheint noch ein paar Bugs zu haben, gerade mit diesen Dwarven, dass wenn man da Sachen reinpackt, man sie gleichzeitig auch isst oder benutzt, wenn man sie benutzen kann. Essen ist ja nichts anderes als benutzen. Ja. So, dann packen wir hier noch ein paar, ne, solche, gucken, was wir noch so im Inventar rumfliegen haben. Du kommst nach da. Diorite, Andesite, Erde. Cobblestone. So, nach da, nach da. Nein, achso, da oben. So, haben wir eine Goldmünze, die kommt ins Lager, also bei uns unten in den Keller. Das können wir direkt wieder einschmelzen. So. Die Kisten brennen ganz schön lange. Obwohl, dann eigentlich gar nicht. Vor allem, wenn man, wenn man mal bedenkt, eine Kiste verbraucht eigentlich 8 Holz. Das heißt, für eine Kiste braucht man 2 Baumstämme. Und wenn man das mal so gegenüberstellt, dann brennen ja ultra schnell nieder. Was waren das? Wir hatten doch letztens, das war aber noch bei dem alten Let's Play, bei dem Minecraft-Server Let's Play, da hatten wir doch entweder, waren es die Zäune oder die Türen, die ultra lange gebrannt haben, aber glauben wir uns die Zäune. Eben Zäune oder Leitern waren es. Also irgendwelche Sachen, wo man eigentlich nur Stöcker braucht, die also extrem preiswert sind, aber ultra lange brennen. Aber ich weiß nicht, gar nicht mehr, was das war. Ich meine, gut, ist doch nicht so schlimm, weil das wäre sowieso... Naja, Bug-Using wäre es eigentlich nicht, aber ich versuche ja immer so ein bisschen fair zu spielen und das ist ja quasi dann schon eher Richtung unfair. Von daher... Aber trotzdem gut zu wissen, dass sowas funktioniert. Also, muss man ja schon mal fairerweise zugeben. Das packe ich mal nach oben. Da könnt ihr wieder runter. Da nehme ich das Eisen hin.
So, dann können wir, komm, wir packen schon mal die Sachen runter. Packen die Sachen schon mal raus. Aus. So, Kekse kommen wieder in die Kekspackung. Taler kommt wieder in die Geldbörse. Schlamm kommt wieder in die, ja, nicht näher beschriebene Kiste. Gammelfleisch kommt in den Magen, aber erstmal ist der Magen voll. So, und Fackeln kommen da erstmal hin. Hier geht's hoch. War gerade die falsche Seite. So, Dankeschön. Wisst ihr was? Kommt, wir nehmen mal hier die restlichen Dinger noch raus. Das ist einfach echt unnötige Verschwendung. Vor allem, wenn die wirklich nur so kurz brennen. Das bringt denen ja gar nichts. So, hier war die Grabbelkiste. Haben wir hier schon Kisten drinne? Haben wir noch keine Kisten irgendwo drinnen? Doch, da oben. Warum eigentlich da oben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, kommen die lieber eher nach da unten. So, machen nämlich mehr Sinn. Ha, die löset. So, dann können wir die Stecker damit hin. Weil es ist ja eigentlich auch so naheliegend. Hier ist ja eher so Sachen, die man dann aus den Sachen bauen kann. Also es könnte hier zum Beispiel auch noch solche Sachen hin, wie Türen oder sowas, aber ganz ehrlich, lohnt sich alles nicht. Komm, ich mache scherze Scheiße alles hier unten rein. So, Feierabend aus Ende, oder? Das können wir sogar hier bei Nahrung hinpacken. Das passt ja thematisch zu Nahrung ganz gut. So. Easy. Solange wie wir eh noch keine Mohrrüben und Kartoffeln haben. So, weil ich will nämlich eher die Kartoffeln und die Mohrrüben hier noch mit integrieren. Aber die haben wir ja noch gar nicht. Naja. So, halt noch mal ein bisschen Ausschau nach. Oh, es ist dunkel. Von daher soll es auch langsam ins Bett gehen. Warum weckt mich denn diese Scheißsonne hier schon wieder am frühen, späten Nachmittag? Braune Schaf vielleicht irgendwo? Hä? So rein zufällig? Ihr Wichser? Nee, nicht braun scharf. Alles scheiß scharf. Vor allem, was mir gerade so auffällt, hier bei meinem Klon, da funktioniert das mit dem Wasser durchs Glas gucken. Das war ja hier, ne, bei dem Minecraft, Dingsbumster Let's Play, hier bei Minecraft-Server, ne, Kreativ-Server. Da war ja dieses Problem mit Wasser hinter Glas. Das ist immer disappeared. Hier wiederum nicht. Schön. Sonst wäre auch unsere Aussicht hier ganz schön getrübt. Fällt mir gerade mal so auf. Da hätten wir das gar nicht so bauen können, wenn es hier sowieso nicht funktioniert. Aber so geht's. Kann man auch schön hochstellen hier. Da haben wir schon Aussicht hier. Ist doch easy. Unser kleines Feld hier. Da unser Kamin. Siehst du, vielleicht sollten wir uns noch so eine hier noch irgendwie reinbauen. Die Frage wäre, wo? Das Ding wäre viel zu groß für die Inneneinrichtung hier. Ich meine, der Raum hier wird jetzt relativ useless. Heißt also, wir könnten eigentlich hier so eine Art Kamin reinbauen. Die Frage ist sowieso, was wir jetzt mit dem Raum hier machen. Ich lasse den Raum erstmal so. Der wird zugemacht, da kommen unartige Kinder rein. Easy. No. Dann würde ich mal sagen, das war's dann auch schon für dieses Let's Play. Achso, könnt ihr gleich komplett hier. Brauchen wir nicht mehr. So. Jo, nächste Woche geht es dann ja wieder mit mein. Hab ich was gemacht? Keine Ahnung. Mein Kreativserver Let's Play weiter. Dann werde ich auf jeden Fall mal hier noch wieder alles zurecht drücken. Nein, bitte da. Und zwar kommst du einmal raus. Hallo. Ah, genau. So. Genau. Ich brauche jetzt nicht mehr. Mal gucken, vielleicht stelle ich den Ordner hier vielleicht sogar zum Download zur Verfügung. Muss ich mal gucken. Wie gesagt, die Frage ist ja, ob wir damit später weiterspielen wollen.
oder nicht. Digga, wieso? Achso, ja klar, weil er auch alles, weil er auch die ganzen Subgames und die ganzen Mods mit drin sind. Ja, von daher wäre halt die Frage, ob wir hiermit später weiterspielen. Weil wenn nicht, dann kann ich das Ding eigentlich auch direkt bei der letzten, also bei der Folge jetzt unten mit in die Kommentare klatschen. Müsst ihr mal gucken. Also entweder, ne, könnt ihr einfach mal ganz kurz in die Kommentare gucken. Entweder ist der Ordner hiermit angeheftet oder nicht. Brauchen wir gar nicht lange überlegen. Okay. Ja, hier meine ganzen Backups. Könnte ich eigentlich die letzten paar löschen. Weil meine Backups, die lasse ich eigentlich normalerweise ganz woanders. Und zwar habe ich dafür hier einen wunderschönen Ordner da. Die heißt nämlich direkt Backup. Backup, 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 Backup. Hier. Das sind alle meine Backups, die ich bisher angelegt habe. 92 Backups von meinem Mindset-Server jetzt. Also von den Hauptservern. Also quasi der Ordner hier, wo meine Hauptserver drin sind. Von dem lege ich immer Backup an. Deswegen habe ich doch den Ordner gerade wieder rausgeschoben, weil den brauche ich jetzt nicht mehr backuppen, lohnt sich nicht. Und wie gesagt, hier wird zweimal wöchentlich ein Backup angelegt und das sind dann die Backups, die hier später auf meinem File-Server landen. Wobei das nur die ganz neueren Backups sind, und zwar seit dem, ne, März 2019. Alles, was davor war, hatte ich noch anders gebackupt. Das hatte ich quasi... Kann man das noch zeigen? Auf hier, das ist nämlich mein... Das, also alles, was vor dem Backup war, ist nämlich zusammengefasst als eine große Datei. Das liegt daran, dass mittlerweile arbeite ich so, ich sage halt mit tar, das kann ich dir mal ganz kurz zeigen, also als Abschluss an das Let's Play. Und zwar, so, nutze ich da immer diesen Tar-Befehl. Genau. Erstmal stelle ich die TPU-Geschwindigkeit auf On-Demand, also quasi so, dass die TPU mit voller Geschwindigkeit arbeiten kann. Dann wechsle in dieses Verzeichnis. Und dann erstelle bitte ein Tar-Archiv mit dem Namen Mindtest unterstrich aktuelles Datum in dem Format hier, also das, was ihr hier auch seht, ne? Ja, unterstrich Uhrzeit, ja mit Doppelpunkt, unter Linux geht sowas, Bitches, mit dem Ordner Mindtest und alles, was da drin ist, halt also mit dem Ordner. Und diesen Befehl, den führe ich halt zweimal pro Woche aus. Und nachdem das Backup fertig ist, wird dann die Prozessorgeschwindigkeit wieder runtergesetzt auf Minimalgeschwindigkeit. Einfach damit der Laptop, ne, bisschen geschont wird. Reicht für Mindtest komplett aus. Und genau, damit erstelle ich, wie gesagt, die ganzen Files. Und immer wenn so eine Datei erstellt ist, ja, die letzte, da habe ich ein bisschen gepennt. Ich wollte eigentlich genau, weiß nicht wann machen, auf jeden Fall, sieht man ja schon, ne. 3 Minuten zu spät, wollte ich genau Mitternacht machen, egal. Diese Dateien, die kopiere ich dann halt immer direkt auf meinen File-Server. Und früher hatte ich es aber so gemacht, da hatte ich nicht hiermit gearbeitet, sondern da habe ich mit einem anderen Befehl gearbeitet, den sieht man vielleicht sogar noch, CP, genau. Das sieht man bei einem Halloween-Server zum Beispiel. Da habe ich innerhalb dieses Ordners habe ich im Weltenordner die SQLite-Datei kopiert. Heißt also, mit dem Befehl habe ich dann immer pro Server die Welt gebackupt zu dieser Datei oder zu dieser Datei oder zu dieser Datei. Vorteil war, das war alles ein bisschen zentraler, weil es war halt direkt in der Weltdatei, waren auch die ganzen Backups. Der Nachteil aber, ich habe quasi nur diese eine Datei gebackupt. Das heißt, wenn irgendwelche Fehler in der Benutzerdatenbank auftrat, also hier Spieler zum Beispiel oder wenn eine Message ist oder Rollback, dann gab es ein Problem, weil die Sachen wurden nicht gebackupt. Genauso wie wenn ich diese Welt gebackupt habe und dann später die Welt zurückspielen muss, muss ich diese Datei auch immer löschen, weil die dann nicht mehr dazu passt. Und das heißt, das hat zwar für ein klassisches Backup der Welt ausgereicht, aber später habe ich gesagt, okay, nee, ich
erstelle ein Backup von der gesamten Umgebung. Das ist cleaner, das ist schöner, da kann man sich besser orientieren und so. Und ja. Deswegen habe ich jetzt halt dieses neue Modell. Nur damit ihr mal seht, welche Möglichkeiten es alles gibt, Sachen zu backuppen. Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten. Es gibt für Mindtest sogar richtige Programmlösungen, wo du eine richtige GUI hast, um da irgendwelche Backups anzulegen, automatisiert, mit Cronjob und sowas alles. Und aber könnte ich auch machen, habe ich aber ehrlich gesagt keine Lust drauf. Ich mache solche Sachen, mache ich lieber immer manuell. Ich weiß nicht warum, aber Automatisierung gerne ja, aber bei solchen Sachen wie Backups, da will ich immer dabei sein. Ich möchte es spüren. Ich möchte es sehen. Ha. Okay, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie ich darauf kam gerade. Ist auch egal. So, auf jeden Fall. Genau. Eigentlich kann ich die ganzen alten hier löschen. Aber wie gesagt, ich habe die alle kopiert auf dem File-Server. Das sind immerhin 70 GB mittlerweile. Oh, hab nur noch 80 GB frei. Und mein Haupt-Backup-Ordner, der verbraucht mittlerweile auch schon ganz schön eine Menge. 200 GB. Naja, das ist vor allem die Backups werden dann natürlich auch immer größer. Ich meine, hier ist die allerersten Backups von den neueren, ne? 900 Megabyte und die neueren aber 3 GB oder so. Genau, hier 3,3 GB. Es wird schon, man merkt schon so über die Zeit, wie es immer mehr wird, ne? Ja, so, ha. Wie die Zahl immer sprunghafter an. Ja, hier merkt man einen Sprung drin. Guck mal, hier wird es größer. Und damit einmal wird es kleiner. Bumm. Ja, wer kann sich denken, warum? Weil das derzeit war, der Zeitpunkt war, wo ich glaube, den Underworld-Server gelöscht habe. Und mit dem Creator-Server setzt habe. Und dementsprechend natürlich, der Underworld-Server war einer von den Servern, die natürlich relativ groß waren, die Map. Ja, und wenn der natürlich verschwindet, dann werden halt mit einmal paar viele Megabyte frei. Und das sieht man natürlich auch an der Backup-Größe. Und deshalb hat man hier ab und zu so eine Sprünge drin. Genauso war auch weiter hinten. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Oh, Quatsch, nee, das war weiter am Anfang. Wobei, nee, halt, das sind schon jetzt neue Backups. Das war hier vorne irgendwo drin. Hier. Da hatte ich auch schon mal einen Sprung drin gehabt. Und zwar als ich damals mal Mindclone 2 Server. Weil der Mindclone 2 Server, den wir jetzt haben, ist ja bereits die zweite Generation. Und damals war halt auch ein Sprung drin. Als ich die alte Map davon gelöscht hatte, da hatte ich dann auch einen Sprung unten drin. Ist aber völlig normal. Ne? Aber daran sieht man sowas immer so schön. Da kann man so geschichtliche Sachen rekonstruieren. Oh, damals war schöne Zeit. Oh, schöne Zeit vorbei. Jetzt fängt neue Zeit an. Naja, und jetzt seitdem halt mit dem Creator Server. Was, wie ich jetzt im Nachhinein betrachtet finde, die richtige Entscheidung war. Ich war ja am Anfang ein bisschen unsicher mit dem Creative Server, ob das Ganze sich überhaupt lohnt. Aber man sieht ja spätestens fürs Let's Play Goldgrube. Und auch so, schön. Ich mag den Creative Server. Ja. Wobei ich persönlich sehr in letzter Zeit auch sehr viel wieder Vanilla spiele. Also auf meinem Zweier-Server, den Vanilla-Server. Und vor allen Dingen halt auf meinem Raspberry Pi Server, also dem älteren, dem 04er, weil mein Vanilla Server ist ja ein 5er Server. Mein Test Version 5.x. Und in letzter Zeit spiele ich aber auch wieder sehr viel auf meinem Raspberry Pi Server. Ich weiß nicht, irgendwie. Vor allem spiele ich auch wieder komplett, ne, wenn ich privat spiele, spiele ich mit einem anderen Konto. Dessen Namen ich hier nicht verrate. Ich hoffe, jeder, der den Namen kennt, verratet es auch nicht. Und spielt quasi mit einem privaten Account, der komplett normale Rechte hat, also ohne Spezialrechte und so. Das macht so unendlich viel Spaß. Ich weiß nicht, als Admin zu spielen ist halt ultra langweilig. Ich meine, klar, für administrative Sachen, weiß nicht, Spawn ausbauen und sowas, natürlich klar, da, ne, das mache ich natürlich mit einem Admin-Konto. Zumal auch nur der Admin-Konto die Rechte dafür hat. aber so, wenn ich so privat spiele, einfach so aus Langeweile, so ein bisschen Spielspaß haben, mache ich generell mit einem normalen eingeschränkten Konto quasi. Ja. Okay, das so viel dazu. Ja.
Übrigens, wenn wir schon die ganze Zeit drüber reden, ne? Also ich meine, den Befehl, womit ich hier Sachen aufnehme, kennt er ja. Das ist ja der Befehl hier. Was quasi nichts anderes bedeutet, halt, das Programm, was ich benutze, ist quasi ein Konvertierungsprogramm. Das konvertiert quasi den Stream, den meine Kamera zurückgibt, in ein MPEG-Format. Hier ist die Eingabegröße, die Eingabe-Framerate, hier ist die Quelle. Quasi das, was man hier sieht, aber zweimal, weil einmal sieht man, nimmt er quasi das auf, das ist das hier, nimmt er den aktuellen Bildschirm auf, das ist der X-Server, den man hin, und der andere X-Server ist quasi der X-Server, unter der nämlich meine Kamera läuft, das Ding hier. Und dementsprechend, ja, quasi, ne, wird das denn beides kombiniert, sieht man ja hier, mit dem Overlay, bla bla bla, das wird dann halt zum Videoformat konvertiert und als MPEG-Datei ausgegeben. Dabei entstehen hier ganz viele MPEG-Dateien, die alle dann relativ groß sind, logisch. Und aus diesen MPEG-Dateien wiederum werde ich dann im weiteren Schritt, wenn die Aufnahmen an sich fertig sind, tue ich dann mit einem Befehl, der auch wieder ein bisschen komplizierter ist, dem hier konvertiere ich dann die ganzen MPEG-Dateien zu MP4-Dateien, die dann auch von der Größe her kleiner sind, logischerweise. Damit das mit dem Upload nicht immer so lange dauert. Und zwar ganz normal. Ist ein bisschen, naja, Bash-Magie, also Batch-Magie, Konsolenskript-Magie. Einmal mache ich quasi in dem Ordner ls, der listet mir quasi die Dateien auf als Liste. Und pro Listeneintrag wird dann dieser Befehl hier ausgeführt, der nichts anderes sagt, okay, FFmpeg, konvertiere die entsprechende Datei mit zwei Audio-Channels, 128 Kilobit Audio-Stream-Breite und Videoqualität 1, was das bedeutet, ne, wer es wissen möchte, kann aber nochmal nachgucken, nach MP4 mit Full-HD-Auflösung. Eigentlich, ne, also das hier ist quasi Upscaling, was ich aber brauche, weil YouTube kommt nur mit klassischen Auflösungen klar. Weil mein Video hat eine Auflösung von 950 Pixel Höhe, oder 960, weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig. Das Problem ist, wenn ich so eine Datei hochlade, dann könnt ihr sie nicht in dieser Auflösung angucken, sondern YouTube skaliert das immer runter auf HD, also 720 Pixel Höhe. Und das ist sowohl von der Videoqualität her scheiße, als auch von der Qualität als Ganzes scheiße. Und deswegen mache ich quasi ein kleines Upscaling. Das sieht dann von der Videoqualität extrem gut aus. Und weil es dann halt Full HD ist, zeigt es YouTube auch als Full HD an. Und nicht als 720p. Genau. Und das hier ist ganz einfach, weil meine Aufnahme immer relativ niedrig voluminiert ist. Also Lautstärke halt. Und deswegen erhöhe ich quasi die Lautstärke immer um 300%. Nach oben. Auf das Vierfache. Ja. So. Das auch dazu. Und dann würde ich mal sagen, genug geschwafelt. Wir haben schon ewig Überstunden gerade gemacht. Egal. Schau mal vor. Und zwar jetzt endgültig. Wir werden uns nie wiedersehen. Oh, meine Uploads sind gerade fertig. Schön, meine Uploads sind fertig. Gut, dann kann ich ja die alten Videos sogar gerade löschen. Das macht natürlich voll viel Sinn. Die habe ich nämlich gerade geuploadet. Bup, sind sie weg. Jetzt kann ich die dann auch gleich hochladen. Nach dem Konvertieren natürlich, klar. Ja, in dem Sinne, schau mit V. Tschüdelü und tralala. Walalala.